Darum geht's. Der würde hier wahrscheinlich aufsetzen. Flughafen ist ja immer eine Ebene zumindest. Da, wo die Flugzeuge halt transportiert werden. Aber hier ist der Boden ja aus Betonplatten, die alle nach Jerusalem zeigen, übertrieben gesagt. Deswegen, hier sieht man nochmal das Heck. Hier wurde dann vorne eingehakt, das vorderste Rad vom Flugzeug. Und dann wurde das Teil gezogen damit. Behutsam und langsam. Hier sehen wir nochmal den Schlepper von hinten. Links von mir ist gleich nochmal eine russische Transportmaschine, eine kleinere. So sieht man, der Bob ist raus davon. So. Und meistens mal die russische Maschine und danach das Wasserflugzeug. Ah, Triebwerk Atar 101. Gut. Und hier ein russisches Tuckerchen. Sieht auch sehr cool aus, eine Antonov A1-2. Lasst mich lügen, aber ich würde behaupten, Michael Manousakis ist, ich sag mal damals, also vor ein paar Jahren, mit so einer AN2, mit einer ähnlichen, von, wo wohnt er wieder, vom Westerwald, Morlock-Modus, genau, ist er bis nach New York geflogen. So, jetzt haben wir hier noch ein Wasserflugzeug, das wir uns nochmal anschauen werden. Gegenüber ist auch wieder reichlich Helikopterverkehr heute auf diesem Privatfluggelände. Weil hier eben in Speyer neben dem Museum ein Flugplatz ist. So. Eine Canadair. Ja, Canadair CL215. Zweimotorig. Wasserflugzeug. Oh, das ist auch hier wieder sehr eng, aber wenigstens mit Kopfpuffer. Hier kann man schöner drin stehen. Die Scheiben sehen ein bisschen scheiße aus. Aber gut, wenn es nur draußen steht, ne? So sieht das ganze Cockpit aus, ziemlich geräumig. Hier dann eben, ja, Frachtraum kann man es nennen. Hier ist dann das Fahrwerk drinnen. Würde ich mal so behaupten. Ja, hier ist das Fahrwerk dann. Ja, man kann es ein bisschen sehen. Und hier eben noch größtenteils Frachtraum oder eben ja, Passagierraum, je nachdem wie halt genutzt worden sind die Flugzeuge. Ist dahinter. Gehen wir nochmal ganz hinter. Können wir mal vorgucken. So, und wieder raus hier. Hier waren schon mal Licht. Geht aber nicht mehr. Fahrwerke. Okay, das war gerade ich, wo diesen Lärm verursacht hat. Das Ding steht eben ja auf seinen eigenen Beinen, nicht auf irgendeinem Podest. Ja, da war irgendwie die Technik für die Ding drin, genau. Also dieses Flugzeug kann auf dem Wasser landen. So. Geht die Runde mal weiter. Da hinten haben wir noch zwei. Die schauen wir uns noch an. Und dann oben haben wir auch noch eins, da können wir auch noch hoch, auch noch eine Lufthansa-Maschine. Gucken wir uns mal die zwei ein bisschen an. Der hat auch eine sehr schöne Lackierung. Von der Größe dieses Museums könnte ich auch fast sagen, entweder war es mal Flughafen oder es war Industriegebiet, weil eben auch Schienenanbindung hier ist. Eine McDonnell Douglas F4J Phantom. Genau, die Blue Angels ist es, die sonst immer über irgendwelche Veranstaltungen geflogen sind. Wie zum Beispiel Super Bowl oder was weiß ich was. Wenn sie dann die US-Farben gesprüht haben mit Rauchbomben. Haben wir hier noch eine Maschine?
sehen wir dann von oben auch nochmal schön, wenn ich in die Lufthansa-Maschine mal reingehe. Ist auch noch eine Phantom F4, aber nur keine F4J. Kleine Veränderung zum Beispiel in den Luftanlässen, aber nicht viel anders. So, das ist noch der Vickers Viscount 8.1 hier. Das andere war nur ein 800er. Und die Lufthansa-Maschine haben wir hier noch. Da geht es jetzt mal hoch. Da oben ist natürlich sehr großer Betrieb und der Weg ist sehr lang nach oben. Den tue ich euch heute mal nicht an. Ich bin lieb. Deswegen würde ich sagen, bis gleich, wenn wir oben sind. So, back on track. Bin schon mal ein Stück oben. Jetzt gehen wir erstmal in die Viscount 814 rein. Da ist gerade ein bisschen weniger los, weil jeder will in die große Boeing rein, logischerweise. Hier sieht man nochmal schön die zwei Schiffchen, die Schlepper und die Löschboot. Ja, ich habe heute wieder geile Satzbau, war Eisen. Passagiermaschine. Gerade noch ein Ehepaar vorbeigelassen. Der Gang ist ja doch etwas enger. So, hier ganz normal wieder. Toiletten. Wieder etwas mehr Platz. Hier geht es dann wieder raus vorne. Und das Cockpit. Auch wieder nichts Spektakuläres. So, machen wir nochmal einen Cut. Ich weiß, sehr viele Cuts heute. Und dann schauen wir mal, ob ich oben in der Lufthansa-Maschine ein bisschen was geschossen kriege für euch. Bis gleich. Okay, ich befinde mich jetzt in der Boeing und zeige euch ein bisschen was. Wie es hier ausschaut. Gehen wir auch gleich nochmal runter, wie es unten ausschaut. Machen wir jetzt schon mal alles durch. Toiletten. Viel Platz hier, alles schön leer geräumt. Hier können wir auch nochmal raus auf die Tragfläche. Dann machen wir auch noch. Hier haben wir noch. So sieht es dann nochmal aus, also nichts Besonderes für euch, die schon mal geflogen sind. Dennoch cool hier mal durchzulaufen, ohne Flugticket zu bezahlen. Erste Klasse dann. So, First Class, Business Class. Kann man anscheinend mal hoch, da gehen wir auch mal hoch. Alles ein bisschen dunkel, ein bisschen eng. Ja. Das ist eben auch blöd, weil das Flugzeug Schräglage hat, hier zu laufen. Also hier ist dann wirklich First Class, Business Class. Und hier vorne dann der Pilot mit Co-Pilot und seinem Funkspacken. Oberer Flugstieg. So, dann können wir da runter. Was ist überlebt? Zurück.
Hier ist noch eine Tür. Flugbegleiter sitze ich hier. So. Gehen wir nochmal runter da. In den Frachtraum. Und nehme meine Künste der Filmtechnik offen. So. Awesome. So. So. Hier. Frachtraum. Schauen wir nochmal. So was fliegen wir umeinander. Oder sind umeinander geflogen? Ja, das ist immer noch 747 Meter. So. Wieder oben aus dem Frachtraum raus. Gehen wir nochmal auf den Flügel. Und dann mal wieder raus. Die Geschwindigkeit am Boden beträgt etwa 15 bis 20 km. So, auf dem Flügel draußen, auf der Maschine. Schauen, wie stabil das Ganze ist und ob es wackelt. Sieht mir aber nicht danach aus, ne? Ich fühle mich hier relativ sicher. Wäre auch tragisch, wenn das Ding plötzlich jetzt das Wackeln anfängt. Ich soll ja heil wieder nach Hause kommen. Aber haben auch nicht überall, dass man mal bei einer Lufthansa-Maschine. So detailliert rumlaufen kann. Und auf dem Flügel, also come on, ne? Was Geileres gibt's ja gar nicht. Da hinten seht ihr es noch, da gehen wir jetzt dann gleich nochmal hin. Ganzen Züge, noch ein paar Flugzeuge. Ich melde mich wieder, wenn ich unten bin. Bis gleich. So, wir sind wieder unten. Hier sieht man sie nochmal von unten. Diese Boeing 747-230 Schleswig-Holstein. So, Jojo kommt gerade auf den Weg zu mir. Ich wollte mich jetzt hier oben noch ein bisschen erkundigen, was es hier so gibt. Hier haben wir noch eine MiG 23BM rumstehen. Links daneben eine MNC 3605 mit abgedecktem Cockpit, also schätzungsweise beschädigt. Das Katrak neigt. Zeigen wir euch nochmal schön. So sieht es aus. Der Propeller hat anscheinend ein bisschen gelitten. Denke mal meine. Das musst du jetzt wissen. Hast du mehr? Und eben hier nochmal eine kleine. Bist du? Ja, die hilft doch beim Rangieren auf dem Museumsgelände, dieses Schnucki-Putzi. Ja. Ah, die spritzen hier gerade ein Exponat ab, einer Dampfwalze. Und die können wir auch noch mal kurz reinspicken und dann war es das auch schon mal erstmal wieder. Dann muss ich erstmal die GoPro laden. Also dieses Smoke-Stück funktioniert noch und wird zum Rangieren benutzt. Finde ich cool. Finde ich cool. So, dann verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ich lade jetzt erstmal die GoPro auf. Hoffe, es hat euch bis hierhin schon mal gefallen. Es gibt noch viel mehr zu sehen. Also, stay tuned oder hyped oder was auch immer. Bleibt frisch. Bis dann. So, nach der ewigen Diskussion, wen seine Flasche jetzt was ist. Die Flasche da vorne läuft übrigens. Und hier mal weiter. Hier haben wir einen Kipper der Firma Mack. Ein Mack Gesteinmuldenkipper. Matzkisse.